Leute, was geht ab, Leute? Hier. Wir fangen das Video mit einem Cascadur-Raid an. Die super effektive Woche läuft. Und das einzig Interessante ist eigentlich Cascadur, zumindest für mich, in den Dreier-Raids. Der wird auf jeden Fall gejagt. Problem ist, es gibt glaube ich so 16 verschiedene Dreier-Raids, also der ist wirklich selten. Und wir fahren jetzt halt zu jedem. Der Bonus ist, ja, Arena-Punkte. Das wird sich auf jeden Fall gegönnt, muss sein natürlich. Deswegen sind wir auch hier. Ich habe glaube ich hier noch nie ein Video gestartet. Danach treffen wir uns mit einer Kollegin für einen Glückstausch und dann ist heute auch noch die Raid-Stunde, aber ich weiß nicht, ob ich die mitmache, weil Kobalion brauche ich nicht wirklich und für die Arena-Punkte kann ich jetzt auch Cascadurs machen, also müssen wir uns mal überlegen. Aber hier erstmal mein erster Cascadur-Raid. Pflanze Stahl ist natürlich mega schwach gegen Feuer. Und aus jedem 3er-Raid garantiert ein TM, Lade-TM. Was wir persönlich aber nicht brauchen, nur die PvP-Spieler. Und ich habe bereits wieder die WP für einen 100er vergessen. Hatte ich sogar noch heute Mittag im Video erwähnt, aber nicht gemerkt. Wir müssen uns überraschen lassen. 510 ist es auf jeden Fall nicht. Ne, ganz schlecht. Ich habe mal schnell Sierra besiegt. Kleiner Shiny Check für euch. 1000 Staub, yes. 1000 Staub ist eigentlich das Beste. Ah ne, einer Stein gibt es immer noch. Stimmt, den kann ich auch gebrauchen. Und Sinnohrsteine. Eigentlich brauche ich Sinnohrsteine. Damit ich meine ganzen Klamurks und so weiterentwickeln kann. Nicht Shiny, schade. Weiter geht's. Wir chillen hier gerade und warten auf die Kollegin. Ich weiß noch gar nicht, was wir tauschen. Entscheide ich meistens immer spontan vor Ort. Schau mir da die Liste an und schau, was die so brauchen. Im Grunde genommen gebe ich eigentlich alles her, was ich hergeben kann. Also ich bin da nicht so. Falls irgendjemand irgendwas Besonderes haben will oder tauschen will, gebe ich gerne her. Wie letztens der Kollege Julian. Er hatte noch einen Shiny Zubat gebraucht. Ich weiß, Shiny Zubat momentan auch eins der krassen Shinies, aber wenn er es braucht, wieso nicht? Wir brauchen es ja nicht. Wir brauchen nur irgendwann einen Shiny Lucky. Fertig getauscht, Leute. Ist ein Onyx geworden. Shiny. Hatte sie eine Menge über. Und sogar von außerhalb. Deswegen konnte ich mir sogar noch 3 Lichtelbonbons gönnen. Raid hängt. Was ist da los? Wir haben noch einen Cascadur gefunden. Okay, jetzt geht's los. Naja, Onyx oder Stalos von der Liste jetzt abgehakt. Immerhin. In letzter Zeit eine Menge Sachen, die nicht shiny sind, hergegeben für shiny Sachen. Das ist natürlich schon nice. Jetzt machen wir dieses Cascadur hier schnell. Und ja, Cascadur ist selten. Bei so vielen Raids sieht man den nicht so oft. Ich wollte abgehen. Es ist 5 Uhr. Und das ist erstmal ein zweiter Raid. Ich bin froh, wenn ich am Tag 3 Cascadur schaffe. 537 ist übrigens 100. Da müssen wir doch gleich mal schauen. Ansonsten machen wir erstmal eine kleine Mankey-Pause. Ich glaube, das tut mir dann ganz gut, weil man wird langsam verrückt, wenn man immer jeden Tag jagt und jagt und jagt, immer derselben Sache hinterherläuft, immer dasselbe macht. Ein bisschen Abwechslung tut bestimmt gut. Und 503. Oh. Oh. Weiter geht's. Oh, abgewehrt. Ich hatte echt Glück. Erstens, schaut's mal da die Fenster. Die haben so Super Mario und Minion mit Post-its gemacht. Echt cool.
Auf jeden Fall habe ich hier gerade einen Castador gemacht und da ist noch einer geschlüpft. 15 Sekunden nachdem ich fertig war, habe gewartet und 1 zu 16 ist noch ein Castador geworden. Richtig saftig. Den nehmen wir auch direkt mit. Das ist dann Nummer 4 sogar heute schon. Sammelt sich schon, also geht schon. Raid-Stunde läuft und ich mache keinen Raid. Kobalium jetzt echt unnötig und es hat sich nichts ergeben. Oder zu spontan ergeben, da wo ich die Arena-Punkte haben will. Da vorne Innenstadt Sendinger Tor habe ich jetzt nicht unbedingt Interesse. Aber nichtsdestotrotz zünden wir ein Ei. Oder haben wir schon, es läuft schon lange. Und steigen mit ein paar Freunden auf. 5 Hyperfreunde und ein bester Freund sind 700.000 EP. Ich gebe euch gleich mal ein Update bezüglich der EP, denn ich versuche ja jeden Monat 20 Millionen EP zu schaffen. Und diesen Monat war ich bereits 2 Wochen hinterher. Check das Video ab, wo ich 260 Millionen EP erreicht habe. 13 mal Level 40. Schon eine ordentliche Summe. Vor allem, ich erinnere mich noch, wo ich 200 Millionen versucht habe zu erreichen. Das war erst gar nicht so lange her. So. Ich glaube, das war's. Ich will nochmal prüfen, denn ich übersehe die öfters. Jetzt kommen ein paar EP rein. Aber ein paar habt ihr schon verpasst. Bist du genau aus einem guten Life? Wir waren schon mal beste Freunde. Aber dann habe ich ihn gelöscht, weil er nicht mehr so aktiv war. Habe ihn wieder geaddet, aber unser Freundschaftsserver hat sich seitdem leider auf Null gesetzt. Denn sonst wäre das ein neuer potenzieller Glücksfreund-Kandidat. So, wir haben 263 und ungefähr 400.000. Das heißt, wir sind 16,6 im Minus für diesen Monat. Wie lange geht der Monat noch? 10 Tage? Ja, in 10 Tagen 16 Millionen noch. Jeden Tag 1,6 Millionen. Ist nicht unmöglich, aber nicht für mich, Mann. Das ist nicht das, was ich machen werde. Seht ihr das? Grüße gehen raus an den Kollegen Karl Weid. Den habe ich nämlich übersehen. Zum Glück jetzt nochmal gecheckt. Innerhalb der 30 Minuten vom Glücksfall. Aber den Kollegen hätten wir fast übersehen. Oh Mann. 4 Minuten läuft noch mein Glücksfall. Bam. Grüße gehen raus, Mann. Dein Ei müsste noch gelaufen sein. Yo, was geht ab, Leute? Hier. Ist der nächste Tag, der nächste Morgen. Ich habe gestern, glaube ich, gesamt 5 Castador gemacht. Leider noch keinen guten bekommen, aber das kann man bei 5 nicht erwarten. Paar Neuigkeiten habe ich noch für euch. Gestern Abend sind die ganzen Stops jetzt endlich verschwunden aus den Malls. Die Zusammenarbeit wurde ja schon vor längerem beendet. Ich habe ein Video dazu gemacht. Schon so lange her, ich finde es wahrscheinlich nicht mehr. Aber jetzt sind die Stops weg. Ist schade, weil Dezember, es wird ein kalter C-Day. Ich hatte jetzt schon ein paar Kollegen, jetzt im November, waren in Pasing zum C-Day, weil es schon kälter ist. Und Dezember wird wahrscheinlich dann noch kälter. Wobei, laut Wissenschaftlern, Forschern, soll dieses Jahr der wärmste Winter aller Zeiten werden. Aber es ist trotzdem kalt. Und ja, schon eine traurige Sache. 2017, ich war jeden Tag dort eigentlich. War eine geile Zeit. Zwar in letzter Zeit schon länger nicht mehr, aber war trotzdem ein cooler Ort. Dann eine andere Sache, und zwar diesen Sonntag gibt es ein Rocket Event. 2 Stunden, sehr komisch. 11 bis 1 Uhr. Am 24. Ich meine, überall an jedem Stop ist ein Rocket Stop. Ja, ich meine, ich mache eh alle Rocket Stops, die ich sehe. Klar, man kann dann. Wobei, wie soll das funktionieren? Wenn jeder Rocket Stop, also wenn jeder Stop belegt ist mit einem normalen Rocket Stop-Typen, Heini, und man dann 6 löst für den Radar, wo soll dann der Boss auftauchen? Weil es ist ja alles belegt mit einem Rüpel. Wisst ihr, was ich meine? Der kann ja dann nur da auftauchen, wo ihr schon jemanden besiegt habt. Aber ob das so funktioniert? Aber es gibt dann spezielle Quests dafür, auf die bin ich gespannt. Mal schauen, was da so rauskommt. Ansonsten, ja, die Rocket Stops sind jetzt nicht so beliebt. Außerdem wird das eine Menge Tränke und Beleber kosten. Aber ich werde da auf jeden Fall so viel machen, wie es halt geht. Und dann schauen wir mal. Netzstaub kann man nebenbei damit ja auch farmen. Also bin schon gespannt. Die Belohnung, also die Rocket Sachen sind ja jetzt nicht so toll. Es gibt schon ein paar, die ich sammle, die ich hier jagen würde. Lapras,
Knackleon und Magma, aber die zu finden und zu bekommen, die Chance ist gering. Aber eine andere nette Sache ist, man kann sich ein paar Krypto-Pokémon sparen, aufsparen, die halt nur 1000 Staub kosten zum Erlösen und dann für nächsten Monat, falls die Spezialforschung nächsten Monat wieder die Aufgabe hat mit den 15 Pokémon erlösen, kann man sich da schon mal einen Vorrat aufbauen. Ja, bin gespannt, eure Meinung unbedingt guten Tage. Da gab es noch Infos zum Super Sea Day. 14. 15. Dezember. Es ist schon sehr überraschend, denn man kann alle exklusiven Attacken wiederbekommen. Erhöht spawnen, tun nur die von diesem Jahr. Das heißt, Gekkabor, Kindwurm, Flamly, Bummels, Hydropi, Drassler, Gillaz, Knackleon und Panflam. Aber ihr könnt alle Attacken nochmal bekommen, falls ihr in diesem Zeitraum irgendein Pokémon entwickelt. Was für mich ganz gut ist, denn ich habe seitdem 100er Tunnel bekommen und noch ein 100er Lavita und noch irgendwas, glaube ich. Also kann man auf jeden Fall sich gönnen. Dann genau wie letztes Jahr zwischen 11 und 14 Uhr am ersten und zweiten Tag, also Samstag und Sonntag, die 3 Stunden gibt es einen Bonus. Doppelfang-EP, Doppelstaub und nur halbe Distanz. Also nicht ein Viertel, leider. Die alten CD-Pokémon vom letzten Jahr, die kommen dann aus Raids und Eiern, was nicht so toll ist, weil die sind nicht so toll. Also ich persönlich freue mich natürlich auf Knackleon und Kindwurm. Die habe ich nämlich beide nur jeweils 98. Wäre noch eine gute Chance, ja, 100er von denen zu bekommen. Ansonsten könnte man wieder so eine verrückte Challenge machen, wer in den 2 Tagen einfach die meisten Shiny fängt. Ich denke, das mache ich. Mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Wird interessant, wird gehypt, wird geil. Die Leute sind gehypt. Aber ist auf jeden Fall gut für alle, die letztes Jahr verpasst haben. Sprich aber auch, dass jeder, der dieses Jahr verpasst, einfach auf nächstes Jahr wieder warten kann. Oder falls man in der Zwischenzeit einfach was Gutes bekommt, kann man es auch nächstes Jahr noch entwickeln und übernächstes Jahr und so weiter und so fort. Also macht euch keine Panik. Auch wenn ihr jetzt einen C-Day verpasst irgendwie, juckt nicht, denn jetzt können wir uns garantiert sein, dass er nächstes Jahr am Ende des Jahres einfach wiederkommt. Also ja, gönnt euch. Das war's von mir, Leute. Ich gehe noch ein paar Kastadur heute jagen. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.